In dieser Folge von Kino oder Couch haben wir gesprochen über die neue Guy Ritchie-Serie The Gentleman und die natürlich brennende Frage, ist diese Serie besser als der Film? Und wir haben uns über die komplexe Handlung von Three Body Problem unterhalten, der neuen Netflix-Serie der Macher von Game of Thrones und erzählen euch, ob ihr die auch schauen sollt. Und natürlich geht es bei uns um das Remake von Roadhouse. Der Kultfilm mit Patrick Spacey ist jetzt mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle neu aufgelegt worden und darüber wollen wir ganz intensiv sprechen. Dies alles und noch viel, 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 viel mehr in der neuen Folge von Kino der Couch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino oder Couch. Die liebe Anja und ich, wir sitzen hier gemeinsam im Studio und müssen eine sehr, sehr schwere Nachricht erstmal verkraften, denn der liebe Steven hat, oder es gibt zwei Menschen im Leben von Steven Gätchen, die ihm wichtiger sind als Anja und ich. Bei mir wusste ich das schon. Ich dachte, für Anja schlägt sein Herz <laughs> denn doch noch ein bisschen mehr. Aber ähm, wir beide, Anja, haben keine Chance gegen Joko und Klaas. Da ist Steven nämlich, nämlich bei denen gerade. Auf jeden Fall dreht Steven zusammen mit Joko und Klaas und kann deshalb heute nicht bei uns im Studio sein, kann auch nicht zugeschaltet werden, weil die so einen engen Drehplan haben mit so vielen Terminen, dass er es einfach diese Woche nicht hinbekommen habt, dabei zu sein. Ich hoffe oder wir hoffen, dass sie uns trotzdem treu bleibt. Ähm, ja, vielleicht, ähm Hören ja so viele Leute bei dieser Sendung heute zu, dass wir das Gefühl haben, wir brauchen Steven in der Zukunft gar nicht mehr. Das wäre denn eine neue Ausgabe von Wer stiehlt mir die Show? Ich glaube ja, dass mit Joko und Klaas es nur die offizielle Version, die Steven vorgeschoben hat, ne, um irgendwie eine adäquate Ausrede zu haben, heute nicht zugeschaltet sein zu können. Ich glaube, in Wirklichkeit hat er Angst. Denn Tim. Er hat uns sehr viel Lebenszeit geklaut. Das ne? stimmt. Steven hat einen Themenvorschlag gemacht für die heutige Folge und sich dann aus dem Staub gemacht. Es handelt sich nämlich um die Reality-Sendung The 50 und auf ich, Amazon Prime. Genau. Und ich war total schockiert, überrascht, <laughs> fassungslos, als ich diese Nachricht von ihr... Wir haben ja beide, wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wir drei, wo wir uns ab und zu Themen und Ideen hin und her schicken. Und er schrieb dann nur, wollen wir über The 50 oder The 50, wie auch immer das Ding heißt, sprechen. Und ich habe Hä? was hat denn Getchen jetzt mit so einem Ding am Hut, weil ich weiß, dass er normalerweise überhaupt kein Fan von, von Reality-Shows in irgendeiner Form ist. Ähm ich hätte das auch nicht gedacht, dass dieser Vorschlag von ihm kommt. Ich ähm, kannte das auch gar nicht. Ich hatte zuvor nichts von The 50 gehört, worüber ich im Nachhinein sehr froh bin. <lacht> <lacht> Und dass er das dann irgendwie zur Debatte stellt, also... Ich glaube, wir müssen da nächste Woche dann im Nachgang nochmal kurz drüber sprechen. Also ich glaube, er möchte dann auch wahrscheinlich seine Ehrenrettung betreiben. Also da muss irgendwo ein Statement, irgendwas Offizielles muss da, muss da rausgehen. Aber vielleicht einmal ganz kurz für alle, die The 50 noch nicht geguckt haben und wo wir es einmal von, schon mit angefangen haben, darüber zu sprechen, worum es da geht. Ist es ist relativ schnell erklärt. Es geht um 50 Reality Stars. Ich mag jetzt mal in den Raum werfen, sind das wirklich Stars? Also haben wir in einer der letzten Folgen auch darüber diskutiert, ab wann ist man eigentlich ein Star. Für mich ist keiner von denen Star. Aber es sind Berühmtheiten, zumindest im, im Internet, bei Instagram, bei YouTube, ähm, bei TikTok, äh, ja, da sind viele Leute dabei, die da offenbar eine große Rolle spielen oder viele Follower da haben. Ich kann denn wirklich nur wenige von denen, gebe ich offen zu. Jedenfalls diese 50. Internetstars treten bei dieser Show gegeneinander an und werden, ähm, ja, geleitet wird diese Show von einem Löwen, also einem, einem Menschen, der eine Löwenmaske auf hat und ähm, dazu Helfer hat, die Katzen- und Fuchsmasken und so ein Kram aufhaben. Und die müssen halt in Challenges gegeneinander antreten. Das ganze Ding hat so ein bisschen Gefühl von Squid Game und ist unfassbar platt die Spiele sind finde ich unfassbar langweilig und äh, also da pack, packte mich gar nicht so richtig und diese menschen lassen mich oder diese promis die da antreten lassen mich einfach fassungslos zurück ja, ich muss ja sagen, ich war anfangs schon beeindruckt, wie viele die da wirklich rangekarrt haben. Also bei diesen ganzen Dating-Formaten stecke ich auch nicht so drin. So Love Island, Temptation Island, äh, Ex on the Beach. Stimmt, da sind Bachelor, auch viele von Paradise, Paradise. Whatever, so die äh, kenne ich alle nicht. Aber bei anderen Formaten äh, bin ich schon auch äh, gerne Zuschauende zwischendurch. Aber was mich, also mich hat diese ganze Serie wahnsinnig aufgeregt. Die hat mich richtig wütend gemacht. Okay, Anja, leg, leg los, leg los. Ich Steven persönlich erzählt, wenn er denn heute irgendwie da wäre. Ne? Aber ich finde, dass die wahnsinnig schlecht, lieblos und auch respektlos gemacht ist. Ich habe mir viele Gedanken über Reality gemacht, denn ich bin schon wirklich ähm, auch äh, treue Guckerin von Formaten wie Dschungelcamp. Also, ich bin ein Star, holt mich heraus. Oder äh, das Sommerhaus der Stars. Das finde ich super. Ne? Und ich weiß, Reality lebt davon, dass äh, die Zuschauenden sich von den Teilnehmenden in gewisser Weise distanzieren. Dass sie sich vielleicht anfangs auch so ein bisschen über die erheben. Ne? Und die Kunst des Formats und die Entwicklung der Handlung oder der Spiele und auch die, die persönliche Entwicklung der Charaktere, die da teilnehmen, ist dann halt, dass man auf die Dauer dann Sympathien für die entwickelt. Ne? oder halt auch starke Antipathien, weil die sich einfach irgendwie nicht gut verhalten. Aber man nimmt halt Anteil, ne? Du bist in irgendeiner Form dann auch da ergriffen. Und es entwickelt sich auch bei dir was emotional. Ich finde, mein gutes Beispiel ist, wenn man die Moderation von Sonja Ziedlo bei, ähm, beim Dschungelcamp, oh, okay, ja. ne? Und da kriegt man ja auch mit am Anfang ist sie so, ähm, noch auf Abstand. Und dann gibt es äh, mal einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten, denen sie sich dann so ein bisschen zuwendet oder zugewandter fühlt, weil die in ihren Augen irgendwas richtig oder gut machen oder sowas. Und das ist auch immer ja ganz schön zu sehen. Ne? Und ich glaube, Möchtest du oder ich will jetzt hier auch gar nicht so einen langen Monolog führen, aber ich, ich hänge an deinen Lippen. Ja. Mach weiter bitte. Ich glaube, dass einen ganz großen Anteil an diesem, sage ich mal, Potenzial, was in Reality steckt, ne, die Redaktionen im Hintergrund haben. Also die Gagschreiber und die Autoren der Moderation und die schaffen es eben durch ihre Witze und Sprüche, das Ganze einzuordnen und dem eben auch eine Prise Humor oder sogar Ironie zu verleihen. Ne? Und die sorgen dann dafür, dass sich das Format auch nicht so ernst nimmt. Also das macht das Dschungelcamp zum Beispiel grandios und auch das Sommerhaus der Stars macht das sensationell gut. Da sitzt jeder Gag, jede Bauchbinde, jede Einblendung und die stimmen ja sogar die Songs, die sie einspielen in Szenen, so was von punktgenau darauf ab. Das ist, äh, also da bin ich wirklich immer sehr begeistert. Und all das ist halt bei The 50 nicht der Fall. Ich weiß nicht, ob das Format sich selbst viel zu ernst nimmt oder ob die sich überhaupt nicht ernst nehmen und einfach gar keine Mühe gegeben haben. So, es fehlt die ganze Ironie. So, ähm, die, die Gags und Einblendungen sind einfach nur einfallslos. Die sind teilweise auch ordinär und vulgär und da bin ich dann auch raus. Also, ich weiß nicht, ob ich hier ein Beispiel geben soll, aber bei Nico Schwanz, der auch da teilnimmt, stand als erste Bauchbinde dann irgendwie, er stand am Anfang äh, schon fest und dachte ich mir so: Oh Leute, ey, also come on, was soll das? Ne? Und bei anderen Formaten wird die Sendung selbst und die Teilnehmenden und alles, was eben da an Handlung passiert, an Interaktionen, an Beziehungsgefühlen. Und sowas alles eben auch durch die Gags und äh, die Moderation auf einer gewissen Ebene auch diskutiert. Und bei The 50 wird das alles nur schnöd konsumiert. Und das endet für mich fast in so einem menschenverachtenden Format. Also, mir taten alle irgendwann einfach auch nur noch leid, dass die da mitmachen. Ja, mir taten die nicht so richtig leid, weil ich niemanden richtig sympathisch fand auch. Also, und das ist, glaube ich, das, das, das Problem auch an diesem Format ist, dass es zu viele Leute sind. 50 Leute, man verliert als Zuschauerin, Zuschauer komplett den Überblick auch darüber. Und da kann auch nicht so eine richtige Bindung zu einzelnen Leuten aufbauen. Und ja, und das, was gezeigt wird, diese Sendung zieht halt. Wie die meisten Reality-Formate, natürlich darauf ab, Leute bloßzustellen, ähm, irgendwo den Skandal oder das Drama in den Vordergrund zu ziehen. Und das kriegt man hier mit über mit 50 Leuten, so, das, so zack, zack, zack. Da ist es einfach zu viel, um, um ja, mit, mit irgendwelchen Leuten mitzufiebern oder äh, sich vielleicht auch einfach nur auf bestimmte Leute mehr zu konzentrieren irgendwie, die man dann nicht mag, weil das ist ja auch ein Reality-Dreh, einfach äh, nicht Sympathien aufzubauen, sondern möglichst jemanden zu haten und äh, ja Antipathien gegen ihn aufzubauen. Aber du hast eine richtige Sache eben gesagt und ich finde, das muss man auch mal äh, loswerden, weil alle sich immer, das ist ja so ein grundlegendes Ding, sich immer über Reality formen aufzuregen und das alles blöd zu finden und muss man ja auch nicht gucken aber ich finde man muss schon anerkennen dass es da viele Kolleginnen und Kollegen gibt die echt einen guten Job machen und das ist nicht leicht ein richtig gutes Reality-Format zu machen das ist echt echte Knochenarbeit sich alleine mit diesen ganzen Egos auseinanderzusetzen wie die Redakteure da im Hintergrund die mit diesen 50 Verrückten irgendwie sich herumschlagen müssen die alle mit einem riesen Ego ans Set kommen alle mit mit mit, mit komischen Extrawünschen Gott, oh Gott, da möchte ich, äh, das hätte, müsste man eigentlich mal drehen. Einfach nur da die Kamera mitlaufen lassen, irgendwie, wie die sich da aufführen. Aber es ist so, wie diese Leute verkaufen werden. Du hast schon recht, Anja, 50 Leute überhaupt ranzukriegen, ist schon, schon eine stolze Zahl. Aber Cora Schumacher, die ist auch dort mitzusehen, die wird in der Bauchbinde als Rennfahrerlegende, wird die bezeichnet. <laughs> Also ich weiß, dass sie auch mal Rennen gefahren hat. Das weiß ich. Die jetzt mal so Mini Rennen gefahren irgendwie. Aber ich würde sie. Ich meine, das ist eine Ohrfeige, für jeden Rennfahrer in diesem, also ernstzunehmenden ernst Rennfahrer, glaube ich, in, in der Welt irgendwie. Das Cora Schumacher als Rennfahrerlegende. Nichts persönlich jetzt, aber. Nein, und die ist leider auch. Also so viel darf ich glaube ich spoilern. Ähm, relativ schnell rausgeflogen. Also die wurde von ihren KollegInnen aktiv rausgewählt, was ich sehr schade fand, denn beim Dschungelcamp dachte ich schon schade, dass sie so schnell irgendwie das Handtuch geworfen hat. Wobei ich meine Vermutung habe da, ich, also ich weiß es nicht, aber ich... Ich bin mir echt nicht sicher, wie echt, also, Achtung. <lacht> oh. <lacht> Tim ist sich nicht sicher, ob das wirklich alles so echt ist, was in dieser Sendung gezeigt wird und ob da nicht viele Sachen abgesprochen sind. Ähm, sind Sie bestimmt? Ich bin mir nicht sicher. Also, die müssen ja alle bezahlt werden, diese Leute. Da kommt ja keiner umsonst ans Set, weil er das Preisgeld gewinnen will. Was die ja, das müssen wir auch nochmal sagen, ja nicht für sich selbst gewinnen können, sondern die Siegerin oder der Sieger dieser Show gewinnt das Geld dann für Follower. Also für, das wird dann gespendet an Leute, die den bei Insta oder Co. folgen, folgen wie auch immer. Also, noch nicht mal geht es in die eigene Tasche. Das ist aber das Beste an dem ganzen Format, finde ich, noch, dass es nicht darum geht, sich die eigenen Taschen voll zu machen, sondern dass ein äh, Follower das Preisgeld dann quasi gewinnen kann. Aber man muss ja, diese ganzen Leute, die da sind, die, die leben ja davon, dass sie solch, an solchen Sendungen teilnehmen auch. Also, die werden alle oder ein Großteil von denen werden gesagt haben: gesagt, Ich mache mit, aber ich will Geld dafür haben, egal wie viel Geld die jetzt am Ende irgendwelchen Followern von mir spendet. Ich persönlich möchte Geld haben. Und bei 50 Leuten kommt, glaube ich, da schon eine staatliche Summe zusammen. Deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bestimmte Promis. Die sehr früh rausfliegen, einfach ähm, die wollten wir am Anfang dabei haben, um Werbung für das Format zu haben und auch, weil die auch ein bisschen prominenter noch sind als die anderen, die da rumlaufen. Und die scheiden aus, weil sie einfach vielleicht für zwei, drei, vier Folgen zu teuer geworden wären. Ich gesagt, du hast nur ein oder zwei Drehtage und kriegst so X dafür und dann fliegst du auch relativ zügig raus irgendwie aber und hast ein bisschen Geld verdient. Aber wir haben dich sozusagen als Werbesicht dabei. Kann ich mir gut vorstellen. Das kann natürlich sein. Ich glaube aber trotzdem, dass Amazon Prime richtig. Viel Geld für diese äh, Serie-Sendung in die Hand genommen hat, ne? allein irgendwie 50 an den Start zu kriegen, dann dieses wirklich ja schon beeindruckende Schloss, in dem das Ganze stattfindet und dann noch die ganzen Mitarbeitenden, eben diese Hasen und Füchse und äh, ne, die dem Löwen dazu arbeiten. Also, das wird schon eine Stange Geld gekostet haben. Da werden die auch nach, nach Netflix geschielt haben, wo ja einige von diesen Reality-Formaten auch. Sehr, sehr erfolgreich laufen. Wir haben ja immer die, die, die Meinung oder die Vorstellung: so, pff, ey, noch so ein neues Format, noch ein Sex on the Beach, Promi on the Beach, wie auch immer die ganzen Dinge heißen. Das muss sich doch irgendwie mal totlaufen. Ist bislang noch nicht der Fall. Die Dinger laufen alle durch die Bank weg, echt sehr, sehr erfolgreich. Und deshalb kann ich Amazon natürlich nachvollziehen, dass sie sagen: oh, wir wollen auch so ein Format haben. Und das versuchen sie jetzt groß zu toppen, irgendwie in dem. Sie 50 Leute statt 10 oder da haben. Aber dann hätten sie meiner Meinung nach mehr in die Redaktion investieren sollen als in die Reality Stars und sich ja. einfach ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Von uns aus keine cook empfehlung Nee. Aber wir haben. Noch ein anderes Thema. Genau, wir haben jetzt Steven viel zu lange schon <laughs> über The 50 gesprochen. Und Steven, wie gesagt, das Ding kommt nochmal auf dich zurück. Das musst du uns nochmal erklären. Wir wissen bis heute schleierhaft, wie du auf den Themenvorschlag gekommen bist. Wir haben noch ein paar andere schöne, wir haben auch schöne Sachen über dir sprechen wollen, und ja, Sachen, die wir, und wir gerne haben. geguckt haben. Und wir haben vor allen Dingen noch ein Thema von Steven. So, das ist quasi jetzt die Strafe, dass wir das heute schon besprechen, wenn er nicht da ist. Wir haben nämlich alle The Gentleman auf Netflix geguckt von Guy Ritchie. Genau. Und The Gentleman ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ein Lieblingsfilm von Steven? Es ist ein Lieblingsfilm von Steven und er hat vorab, als das ganze Ding noch nicht sehbar war, mal die Frage in den Raum geworfen: Darf man das eigentlich? Darf man von so einem Kultfilm eine Serie machen? Oder ähm, ist das eine Sünde, das zu tun? Genau, denn The Gentleman wurde jetzt auch wieder von Guy Ritchie auch für Netflix als Serie produziert. Genau. Und er hat quasi aus seinem eigenen Film ein Serienformat geschaffen. Ja. Vielleicht einmal kurz zur zu Story, weil sie ist nicht die Story des Films einfach in Serie verpackt, sondern sie spielt in der Welt des Gentleman Films von von Guy Ritchie und erzählt eine ganz neue Geschichte. Es geht um einen was ist er, Aristokrat, ein Lord, ähm, ein der Duke, der Duke ja. of Harrington, glaube ich heißt er. Ähm, ein ganz normaler Mann, der äh, bei der Armee ist, dann aber ähm, nach Hause gerufen wird, weil sein Vater am Sterben liegt und er erbt Schlossbesitztümer alles von seinem Vater, der dann kurz danach verstirbt. Das glaube ich können wir so sagen. Und er erbt es überraschenderweise, weil äh, in der Regel eigentlich der erstgeborene Sohn als, also die Nachfolger antritt, aber er ist der äh, Zweitgeborene. Genau. Und sein Vater traut zu Recht dem Erstgeborenen das nicht zu, die, die Familiengeschäfte zu übernehmen, und, zu übernehmen und tritt es an ihn ab. Und ähm, Theo heißt also der Erbe, der stellt relativ schnell dann fest, dass sein Vater... Mit einem ganz besonderen Geschäft Geld verdient hat. Nämlich er hat unter seinen Besitztümern hat er Drogendealern, also in, um genau zu sein, Cannabisherstellern erlaubt, große Cannabisfelder und ähm, ja Labore einzurichten. Die halt, also unter dem Schloss, unter den Viehstellen sind diese, sind diese riesigen Cannabisfelder, die ähm, ja ordentlich Stoff produzieren, der denn in den europäischen Markt äh, gepumpt wird. Und da hat der, der hat der Vater von Theo natürlich immer ordentlich Geld mit abgegriffen. Und Theo ist ein netter, vernünftiger, bodenständiger Typ und will das eigentlich sofort unterbinden und sagt also nee, das läuft hier nicht weiter. Dann ähm, ja macht ihm aber seinen sein Bruder, der ein durchgeknallter Typ ist, ein Strich durch die Rechnung, nämlich der hat auch die Spielschulden angehäuft, mehrere Millionen Euro. Und die muss Theo erstmal, um das Leben seines Bruders zu retten, begleichen und macht mit den Drogendealern dann gemeinsame Sache. Und rutscht so immer mehr in diese Drogenwelt äh, mit verrückten. Skurrilen Gestalten, aber auch sehr gefährlichen äh, Personen rutscht da immer mehr rein. Und ich finde, der Bruder ist wirklich schwer zu ertragen. Ne? Also, ja. ich, äh, hat, ich brauchte nach der ersten Folge allein schon einen Break, weil ich so dachte, ich halte nicht aus, wie der sich verhält. Und je nachdem, in was für einer persönlichen Verfassung man ja gerade ist, ne, kann man das nicht ertragen, wenn Leute einfach immer alles schlimmer machen. Ne? Und man denkt so, ab beißt doch einfach äh, die Zähne zusammen, so und ziehst jetzt einmal durch. Und aber nein, ne, dann kommt irgendwie der nächste, ach, die nächste schreckliche Sache, die der da irgendwie wieder verborgt. Und ähm, er ist ja eigentlich der Alleinschuldige, der halt die ganze Familie mehr und mehr in die Scheiße reißt. So ist es genau. Aber da merkt man halt auch, das denkt bei der Figur an, aber es sind dann viele andere Figuren. Also für mich ist, sind eigentlich die Stars dieser Serie, sind die Nebendarsteller, diese Nebencharaktere. Das ist gar nicht so sehr der Theo, sondern es sind, wie gesagt, unter anderem der Bruder, aber auch die Gangster, die Drogendealer. Es sind, wie gesagt, viele ganz kleine, skurrile Charaktere, die die Guy Ritchie da einbaut. Und da hat er halt ein Händchen für. Und das Tolle finde ich an der Hauptfigur. Ist dann aber wiederum auch, dass der so normal ist. Also so ein ganz sympathischer, normaler, wie ich eben gerade bodenständiger Typ, der mit Verbrechen eigentlich nichts am Hut hat und der einfach ein netter Mensch ist. Und das, finde ich, macht es so, so angenehm in dieser Serie, weil ähm, man dem so folgt in eine Welt voller. Skurriler, wirklich völlig durchgeknallter Typen, die ähm, ja auf der anderen Seite des Gesetzes stehen. Und man kann so schön an ihm mitverfolgen, wie er immer weiter da reingezogen wird und wie er sich auch dadurch verändert. Also, das finde ich, haben die wirklich ganz wunderbar, wunderbar hinbekommen und gibt dieser Serie einen guten Dreh. Ich glaube, viele werden sich jetzt fragen oder die es noch nicht gesehen haben, ja, und die den Film vielleicht gesehen haben und gesagt haben: Ist es so gut wie der Film? Ich würde diesen Vergleich gar nicht so anstellen. Ich finde die Serie richtig, richtig gut. Mir hat die viel Spaß gemacht. Es ist eine Miniserie, acht Folgen. Mir hat sie richtig viel Spaß gemacht. Der Film hat noch eine andere Klasse als die Serie, aber es liegt vor allem dann auch an den Darstellern an sich, weil hier spielen man kennt die vom Gesicht her, sind sie einem hier und da, auch aus Guy Ritchie-Film schon mal, so Winnie Jones ist zum Beispiel dabei, da hat man die mal gesehen, aber es sind keine A-List Big Superstar-Leute dabei wie im Film. Da hatten wir Colin Farrell als der geniale Coach, das war die Rolle des Lebens, finde ich, für, für Colin Farrell. Matthew McConaughey war dabei, Hugh Grant war dabei, Michelle, ähm, hier, wie heißt sie nochmal aus? Aus Downton Abbey, Michelle Dockery. Also, die, da waren so viele tolle, wirklich große, große, große Stars dabei, die diesen, die auch wirklich geniale Rollen hatten und die diesem Film nochmal so ein extra Drive gegeben haben. Das hat diese Serie nicht. Wie gesagt, großteils unbekannte Leute, aber finde ich überhaupt nicht schlimm. Die machen einen super Job und Guy Ritchie hat einfach irre viele verrückte Geschichten in seinem Kopf, die er hier zu Papier bringen konnte. Und man kann auch sagen, es ist eigentlich ein klassischer Guy Ritchie, ne? Also diese schnellen Schnitte, diese episodenhafte Erzählung, diese kleinen Gimmicks, so Einblendungen hier und da, wenn die irgendwie mitrechnen. Also das sind ja alles so originelle Elemente, die er halt irgendwie perfektioniert hat. Und das setzt er auch super in der Serie um. Ja. Die Cliffhänger sind auf dem Punkt. Also das fand ich auch, äh, ne, auf die Frage bezogen. So kann man aus einem Film eine Serie machen. Ne? Und klar, die Handlung ist ein bisschen anders. Ne? Aber ähm, das musst du ja dann auch erstmal schaffen, dass du irgendwie das so konzipierst, dass wirklich am Ende jeder Folge so ein Wham kommt, dass du unbedingt eigentlich sofort weitergucken möchtest. Ja, und du musst eine Welt kreieren. Und das kann Guy Ritchie, also zumindest diese Welt, diese Welt, es hat so was britisch, edles, ähm, aristokratisches, diese ganze Welt, in, in die er einen da mitnimmt. Und ähm, da ist man so gern dabei. Also ich gucke mir, das ganze Setting ist auch schön, dieses Schloss und äh, wo das Spiel. Also äh, ich finde, äh, da hat er einfach ein wunderbares Händchen für. Und am Ende seine Moral ist ja auch so ein bisschen, habe ich jetzt gelesen, hat er erzählt, dass die, äh, die Aristokraten ja die Wahnverbrecher seien. Äh, zumindest in, in Großbritannien. Ja, und äh, ja, da könnte was dran sein. Interessanter Punkt auf ja. jeden Fall. Ich habe gestern auch noch viel mit äh, meinem Mann über Guy Ritchie geredet und der hat ja die Theorie, dass ähm, ihm das Geld nicht gut getan hat. Beziehungsweise er ist ähm, enttäuscht irgendwie, welche Filme Guy Ritchie macht, seitdem der irgendwie so groß in Hollywood ist. Und ich meine, äh, seine ersten Werke, Bube Dame König Gras und Snatch, waren ja eigentlich auch, also nach wie vor, seine besten Filme. Ja. Ne? Ja. Also an die ist er eigentlich nicht noch mal rangekommen. Nein, also für mich ist Snatch sein. der Beste. Also ich mochte den anderen auch sehr, aber Snatch ist für mich ein geniales Meisterwerk, was ja auch übrigens, habe ich aber nie gesehen, gebe ich offen zu auch, habe ich aber jetzt gerade feststellen müssen, auch mal als Serie umgesetzt worden ist. Mit Rupert Grint in der Hauptrolle, der bekannt aus Harry Potter. Ach, das wusste ich auch nicht, aber hat auch Guy Ritchie dann die Serie gemacht oder hat jemand anders das übernommen? Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat jemand anders gemacht. Naja und äh, jedenfalls dann hat er Madonna kennengelernt, Guy Ritchie, und die waren ja auch eine ganze Weile zusammen und äh das vergisst man immer, ne? <lacht> <lacht> Dass dieser Mann irgendwie der, mal mit Madonna lange zusammen war und auch ja, äh, wir haben einen Sohn haben sie zusammen, ne? Ja, Rocko. und er hat sie ja auch mal in der Hauptrolle besetzt. Wo, wo das denn noch ich, hab, äh, ich müsste jetzt einfach hier einmal äh, parallel googeln das habe ich leider gar nicht vorbereitet aber ähm, das war auch kein kein guter Film. Aber es gibt da vielleicht, während du da suchst, es gibt ja morgen, gar nicht ein bisschen überleiten. Madonna-Filme haben es allgemein schwer, ja. Also Oder Madonna im Film. Ich kann, ich kann mich an keinen richtig guten Madonna-Film erinnern. Ich weiß, dass ich mal damals in der Pressevorführung, werde ich nie vergessen, Evita mir angeguckt habe. Yeah. Das war morgens um 9 oder zehn, startet diese Pressevorführung. Damals noch im streitz Kino in Hamburg gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und ich bin eingeschlafen während des Films und ich bin aufgewacht und da war Madonna tot. Also, Evita war tot im Film, als ich wieder aufgewacht bin. <laughs> Stürmische Liebe heißt der Film. Swept Away von Guy Ritchie aus dem Jahr 2002. Siehst du, das ist ein Film, den man auch gar nicht mehr. <laughs> den hätte ich nie mehr als Guy Ritchie-Film auf der Liste gehabt irgendwie. Das ist so, aber es ist gut, dass man bestimmte Sachen einfach auch vergisst. Ja. Oder verdrängt. Ja. Das ist eine gesunde Funktion des Gehirns, <laughs> ja. dass man manche Sachen auch einfach verdrängt. <laughs> und ähm, auch er hat ja auch zwei Filme mit Jason Statham gemacht, der auch, also ich mag Jason Statham, ne, und ich finde, er ist ein toller Actionheld. Aber er wird halt sehr mit diesen Action-Blockbustern haut drauf Explosionen hier bang, boom, bang da assoziiert und ist deswegen vielleicht nicht so der feinsinnigste Darsteller von raffinierten Gangsterkomödien. Ja, das stimmt. Also ich, ähm, das muss man sagen, diese Actionfilme macht Jason Statham gut. So Der letzte, The Beeman Man war der letzte, den konnte man sich echt sparen, aber es ist eher, finde ich, ein Drehbuchproblem, als dass es ein Jason Statham oh. Es ist auch ein schwieriger Name. Jason Statham Problem ist. Ich finde aber auch da ist es so, dass Gar Garitci ein Händchen hat, Leute in seinen Filmen richtig einzusetzen und den, ähnlich wie Quentin Tarantino, den nochmal so ein bisschen, bisschen anderes Gesicht zu geben. Gut, bei Jason ist es so, ich lasse den Namen, jetzt Nachnamen ist einfach weg, merkst du das? Bei Jason ist es so, dass der hat seine Karriere mehr oder weniger da ja gestartet. Aber jetzt rückblicken, wenn man so Film wie Snatch guckt, da finde ich ihn richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass der, wenn er wieder mehr mit Guy Ritchie auch machen würde, irgendwie nochmal ganz andere Gesichter von sich zeigen könnte, als er das in diesen, in diesen 0815 Action-Dingern, die er da macht. Die haben ja alle das immer dasselbe Schema, wie nachdem da vorgegangen wird. Jedenfalls, was wir uns gestern Abend dann auch noch so gefragt haben, ist halt, kann es sein, dass er jetzt einfach dadurch, dass er halt ganz andere Produktionsbudgets hast, ne, hat mehr in CGI und Effekte und die Drehorte und die gesamte Produktion eben investiert und dadurch halt ein bisschen die Typen, also diese wirklich schrägen Typen, diese verrückten Charaktere, die er ja in seinen äh, Stories integriert und eben die Handlung äh, investiert. Und das dadurch so ein bisschen auf der Strecke bleibt so Optik, first quasi, aber die Storyline hängt so ein bisschen hinten dran. Ja, ich habe das zwischendurch bei Filmen von ihm gehabt. Zum Beispiel bei Amazon läuft ja auch immer noch dieser Film Der Pakt oder der wurde ja als Guy Ritchie's Der Pakt dort auch verkauft. Klassischer Antikriegsfilm. Da hatte ich so das Gefühl, so, du hast jetzt andere Möglichkeiten, du hast anderes Geld zur Verfügung. Und gehst eigentlich davon weg, was dich so besonders gemacht hat, weil hätte mich damals jemand gefragt, oder hätte ich nicht gewusst, dass es ein Guy Ritchie Film ist, hätte ich das niemals als Guy Ritchie Film einge eingeordnet. Ähm, deshalb muss ich sagen, geht dabei der The Gentleman Serie ja wieder zurück. Also, das ist dann schon wie wieder in diese, in diese alte Richtung rein. Klar hat er mehr Geld, aber ich finde nicht, dass das die Serie jetzt beschreit vor mehr Geld. Ja, also das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein Ding, das wird einiges gekostet haben, aber nicht die Unsummen, die für andere Produktionen mittlerweile ausgegeben und werden und die auch ein Guy Ritchie vielleicht zur Verfügung hat. Die, glaube ich, hat das Ding gar nicht benötigt. Und ähm, was, glaube ich, gut ist. Und vielleicht, und ich hoffe, dass er mehr wieder in diese Richtung macht, mehr Sachen äh, 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 dreht, die von einer guten Story und guten Charakteren leben und nicht so sehr ähm, ja, auf. Effekte setzt. Und da finde ich, gibt es ja wirklich wenig äh, oder nicht so viele Regisseure oder Regisseurinnen, von denen du sagen kannst, du guckst irgendwie fünf Minuten eines Films und du weißt sofort, wer das gemacht so hat. Ist ne? es genau. Und das ist äh, bei ihm natürlich irgendwie ganz krass, dass er ja, so starke Merkmale hat. Merkmal, ne? Aber das wie es, zeichnet ihn aus. Und ja. er ist für mich wirklich in einer der dieser äh, Regisseure, die. Wie du gerade gesagt hast, die haben so ein Markenzeichen und die haben so eine besondere Sprache. Und da würde ich gern mal sehen, wenn die bestimmte, so, so ein Franchise übernehmen würden. Wir haben ja auch in den letzten Monaten viel über James Bond gesprochen. Wann kommt der neue Bond? Wer wird der neue Bond? Wer dreht den neuen Bond? Auch Christopher Nolan, der Oppenheimer Regisseur, ist da ja groß im Gespräch, dass er angeblich irgendwie für zwei Filme einen Verträge jetzt abschließen soll, für zwei Bond. Also so heißt so so ja lautet es in der Gerüchteküche zumindest dass er dass er da im Gespräch ist ähm, fände ich total spannend Guy Ritchie einen Bond-Film zu drehen fände ich auch total spannend also wie das aussehen könnte genauso wenn Quentin Tarantino das machen würde also das gibt so wie gesagt so ein paar Leute die wirklich so eine so eine besondere Sprache haben und ähm, da würde ich gerne mal sehen wie wenn die sowas machen oder auch ein Star Wars-Film ja, also da ist ja in die letzten Star Wars-Filme und Serien, die gekommen sind. hat Mich hat da nicht so richtig umgehauen. Und da würde ich gern mal sehen, wenn so jemand, der eigentlich aus einer anderen Ecke kommt und, und so ein Ding angeht, wie, wie der das packen würde und was dabei rauskommen würde. Allerdings. Anja, ich möchte aber auch gleich die Chance nutzen, unsere Playlist ein bisschen zu füllen, wo wir bei The Gentlemen sind. Weil bei Guy Ritchie auch Musik auch mal so eine Rolle spielt und ich finde er die sehr geschickt am Ende den jetzt Soundtrack zusammenstellen und diese Musik auch sehr geschickt einsetzt. Ich wähle aber einen Song aus, äh, aus aus dem Gentleman Film, nicht aus der Serie, den ich jetzt auf die auf die äh, auf die Liste packen möchte. Und er ist von Paul Jones und heißt Free Me. Ist für alle die Gentleman gesehen haben, dieser Song wird eingesetzt zum Schluss zum Finale, wenn Matthew McConaughey hier im Auto sitzt, und man, der 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 Film noch mal so ein extra Twist bekommt, den ich überhaupt nicht erwartet hatte zu dem Zeitpunkt. Und da ist dieser Song einfach großartig eingesetzt. Paul Jones sagt den meisten Leuten, glaube ich, nichts, war in den 60ern großer Star, war Sänger bei der, Man, äh, bei der Band Manfred Mans Earth Band. Ähm, und ist dann aber nicht lange, ist dann Solo-Künstler geworden und hat diesen Song Free Me aufgenommen, der ein ähm, großartiger Song war. Ähm, und immer noch ist, und die möchte ich gerne auf die Liste packen. Das ist toll, dann packe ich auch direkt einen Song drauf. Und der ist dann direkt äh, eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ich habe mich nämlich für Echo and the Bunny, moon, äh, Bunny Man. Äh, mit the ihr, Bunny, mit Bunny Moon. Bunny Moon, ne? <laughs> ich bin hier so ein Honeymoon-Fieber. Echo and the Bunny Man mit the killing moon. Da kommt nämlich äh, das UN her. Das wird nämlich eingesetzt in der brandneuen Serie Three Body Problem, bei der wir die Gelegenheit hatten, ein paar Folgen vorab zu schauen. Ja, und du wirst uns jetzt verraten, worum <laughs> es da geht. Weil ich kann nur eine Sache sagen vorab. Es ist ein wahnsinnig spannendes Projekt, ein anspruchsvolles Projekt. Diese Serie beruht auf den Roman von Xian Liu. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Ja, das ist die die in Science-Fiction-Kreisen, glaube ich, sehr berühmte Trisolaris-Trilogie. Und das erste, also die Serie startet jetzt mit dem ersten Buch. Das sind die drei Sonnen heißt dieses Buch und diese Trilogie. Das ist schon schwerer Stoff, also da wird also von der Komplexität her und ich finde auch diese Serie sehr komplex und da sind sehr sehr viele Charaktere, da sind sehr viele Verbindungen Vielleicht kannst du mal versuchen, ich bin jetzt wirklich gespannt, was jetzt kommt, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, worum es da genau geht und äh, ohne zu viel zu spoilern natürlich. Das ist, ich glaube, muss gestehen, wichtig. wir dürfen ja auch gar nicht so viel spoilern und darüber bin ich tatsächlich ganz froh, weil ich mich, glaube ich, sonst um Kopf, Kopf und Kragen geredet um hätte. Kopf und Krogen. <laughs> ja. Meine Zunge will schon gar nicht mehr so richtig mitmachen hier, wo wir gerade auf dieses Thema zu sprechen kommen. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich um... Fünf Forscherinnen, die so ein bisschen verteilt auf der ganzen Welt sind, ne, die feststellen müssen, dass Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Also Sterne fangen an zu blinken, die bekommen Visionen mit einem eigenen Countdown. Und das hängt natürlich alles irgendwie zusammen, aber auch schon mit einer Handlung in der Vergangenheit und einer Forscherin in der Vergangenheit. Und so erstreckt sich die Handlung eben auch aus den 60er Jahren bis quasi in die Gegenwart. Und sie versuchen eben diesen merkwürdigen Naturphänomen auf den Grund zu gehen und herauszufinden, was das alles zu bedeuten hat. Und haben einen Kommissar, kann man sagen, an ihrer Seite, der zum Glück ihren abstrusen Stories auch Glauben schenkt und versucht eben mit ihnen gemeinsam da zu ermitteln und dem Ganzen so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. <laughs> habe ich es mir sehr einfach gemacht. Ne? Ja, ich, ich bin gespannt, ob alle da draußen das jetzt nachvollziehen können oder verstehen können. Ich, wie gesagt, die ersten zwei Folgen habe ich gesehen. Es geht viel um Physik, kann man sagen. Also es geht um, um physikalische Kräfte und physikalische Naturgesetze, die durch bestimmte Forschung in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeiten eben auch besondere Phänomene auslösen. Und das macht eigentlich dann in der Gegenwart das alles so verrückt. Ja, verrückt. Komplex und schwierig und also auch da ich, ich, ich lausche deinen Ausführungen <laughs> und, äh, und frage mich die ganze Zeit, was, was, wo hast du den Anschluss verpasst ich bin ganz ehrlich ich habe nicht alle Zusammenhänge verstanden in der Serie ähm, aber und das ist das ich bin trotzdem dran geblieben äh, und ich Finde es auch spannend und also ich habe mich jetzt einfach damit abgefunden, dass ich nicht alle oder viele Zusammenhänge nur rudimentär verstanden habe und einfach jetzt mal gucken möchte, wohin das führt, weil die Serie schon einen schönen Spannungsaufbau hat, finde ich. Sie ist wahnsinnig hoch. Hochwertig produziert. Also äh, das ist, äh, ja, da ist der Showrunner von Game of Thrones, ist ja auch äh, damit involviert. Ich glaube, das zeigt ein bisschen, wohin die, die Richtung geht. Das Ding hat irre, irre viel Geld gekostet und ähm, was nicht immer ein Qualitätsmerkmal Aber sein man muss. sieht es hier. Aber man sieht es hier. Die machen drumherum irre viel äh, Werbung, auch Netflix. Ich glaube, jetzt haben sie an ganz viele Influencer haben sie, also das darf man glaube ich sagen, es gibt so eine, so, eine, so eine Maske, die sich die Wissenschaftler da aufsetzen, um dann Sachen zu erforschen, mehr sagen wir jetzt mal nicht. Diese Masken sind an Influencerinnen und Influencer und, obwohl, so darf man die ja gar nicht mehr nennen, habe ich gelernt, jetzt Influencer möchten jetzt Content, Content, Creator. Content Creator genannt werden. Also da sind die verschickt worden, damit die das auch testen oder damit Werbung machen, wie auch immer. Alles viel Aufwand, was zeigt und wie wichtig dieses Projekt für Netflix auch ist. Und ähm, ich bin gespannt, ob die Leute so dabei, dabei bleiben, weil es halt, wie gesagt, ähm... ähm es ist das krasse Gegenteil von The 50, was relativ schnell zu verstehen ist in all, seinen, in all seinen Bereichen. Muss man hier wirklich dranbleiben, man muss aufpassen, was da passiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist es bei mir auch eine Altersfrage. Ich habe aber bei vielen dieser Science-Fiction-Serien und Filme in den, in den vergangenen Jahren auch, merke ich immer häufiger, dass ich... Ich kann dem nicht mehr so ganz folgen, wenn da so viele Zeitsprünge sind und, ähm, Quantendings hier und da und, äh, ja, und dann warf, bin ich zwischendurch, sitze ich da, wo sind wir jetzt? Warum ist jetzt die Person da? Die müsste doch eigentlich da sein. Ähm, ich finde, es wird immer schwieriger, komplexer, äh, und ich weiß nicht, ob Serien sich Unbedingt immer Gefallen damit tun. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde zum Beispiel bei Three Body Problem muss man gar nicht irgendwie so ein Physikgenie sein und da alles eins zu eins äh, nachvollziehen können, was da gerade irgendwie physikalisch passiert oder welches Naturgesetz da jetzt direkt außer Kraft gesetzt wird. Ich finde, da bemühen sie sich auch schon, das irgendwie nochmal so ein bisschen einzuordnen, aber en Detail habe ich das jetzt auch alles nicht mitgeschnitten. Aber ich finde, dass die Handlung sonst so gut gemacht ist und auch mit den Rückblenden das so gut eingebaut wird, dass man schon einfach bei den Leuten bleibt und einfach merkt, was da jetzt alles gerade weirdo ist und wie die ja teilweise auch um ihr Leben bangen ne? und ähm, sich das eben selber, obwohl sie irgendwie mit die klügsten Köpfe auf dem Planeten sind, das alles nicht äh, sich erklären können. Und ähm, das finde ich, haben sie halt toll gemacht, wenn du halt bei den, bei den Protagonistinnen dann halt irgendwie dabei bist und da dran bleibst. Das fand ich richtig gut. Ich habe mich total über den Cast gefreut, ne, weil äh, nicht nur die Showrunner von äh, Game of Thrones. Äh, ne, Stimmt, da sind ein paar die bekannte sind, Gesichter dabei. Die ja, man hier daher ist Herr kennt. Davos ist dabei. Liam Cunningham heißt ja. er und äh, Samuel Tarley. John Bradley West. Und der Kollege von Dr. Strange ist quasi der ermittelte Kommissar Benedict Wong. Das ja. fand ich auch total toll. Also Nee, die Darsteller sind gut. Die, die Effekte, Tricks, wie man das auch nennen möchte, sind super. Es sieht einfach, hat mir eben schon gesagt, das ganze Ding sieht richtig, richtig gut aus. Und Du hast ja auch die Bücher gelesen, ne? Und die haben ja wohl auch eine riesen Fanbase. Also es ist quasi, wir hatten es ja bei Shogun schon, dass wir uns gefragt haben, ist das das neue Game of Thrones? Und das gilt für Three Body Problem quasi auch allein schon dahingehend, dass es halt eine riesengroße Fanbase hat. Und die Bücher wurden wohl schon mal auch für den asiatischen Markt verfilmt, was bei uns sich aber irgendwie nicht durchgesetzt hat oder hier auch gar nicht dann gezeigt wurde. Und diese Fanbase wird jetzt aber eben auch genau verfolgen, ne, wie die Serie realisiert wurde. Genau, das ist eine Science-Fiction-Buchserie, die schon auch. Ja, für Nerds will ich nichts. Man muss schon richtig Bock auf Science Fiction haben. Bei den Dingen, also diese Bücher sind wirklich richtig, richtig gut, sind aber auch sehr, sehr schwer. Da kommt noch äh, hinzu, dass es viele asiatische Namen dann sind, die da drin auftauchen. Also viele Charaktere. Und dann mit diesen asiatischen Namen, das ist äh, beim Lesen teilweise wahnsinnig anstrengend, da, da dran zu bleiben. Aber. Ich glaube, das können wir sagen. Für Leute, die Bock auf Science-Fiction haben oder Fans von, von dem Genre sind, ist das Ding muss, die Serie. Die muss man sich angucken. Und den Weg, den, glaube ich, da gehen, als Serie sind die schon dran, da auch dieses Genre ein bisschen neu zu definieren. Deshalb ist das total spannend. Allen anderen kann ich wirklich nur den Tipp geben, lasst euch drauf ein. Und bleibt dran auch. Also ich glaube, man muss dem ganzen Ding so ein bisschen Zeit geben, wenn man am Anfang das Gefühl so wie ich hatte, so oh, man wird hier oder ist hier überfordert mit dem ganzen Ding. Lasst euch drauf ein. Und ich glaube, dass das, also zumindest kann ich das nach zwei Folgen sagen, irgendwie nimmt das richtig an Fahrt dann auch auf. Und also ich freue mich auf die weiteren. Und bei mir persönlich hat sich das immer ausgezahlt, wenn ich mich auch auf Sachen eingelassen habe, auf die ich äh, überhaupt gar keine Lust hatte am Anfang. Ich war ganz früher auch wirklich überhaupt nicht begeistert von Herr der Ringe. Ne? Und ich meine, da schlagen jetzt wahrscheinlich alle die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Wie konnte sie nur? Ja, und als ich es dann geguckt habe, ne, habe ich wirklich die äh, Director's Cut Extended Edition an einem Wochenende durchgeguckt. Ich habe an diesem Wochenende dann kaum was anderes gemacht, als Herr der Ringe zu schauen. Und äh, ne, ich, wie gesagt, ich bin auch kein äh, Physikgenie, aber ich fand das spannend, wie die das irgendwie erzählen, wie die es aufbereiten, wie man den Charakteren da folgen kann. Und es sieht einfach alles verdammt gut aus. Du, dann kommen wir von etwas sehr Komplexem zu etwas sehr Simplen wieder. Das geht heute hier hin, <laughs> hin und her. Ähm, und auch wieder, äh, ähm, um Stevens Gedanken bei The Gentleman aufzunehmen, darf man einen Film oder einen Kultfilm wie The Gentleman, darf man den als Serie umsetzen? Ähm, es ist jetzt, ist in dem Fall jetzt keine Serie, aber ein Kultfilm ist neu verfilmt worden und äh, startet heute dieser Film bei Amazon Prime und er heißt Roadhouse. Und ist in der Hauptrolle mit Jake Gyllenhaal besetzt und basiert auf einem Film, der auch Roadhouse hieß, der aus dem Jahr 1989 ja. ähm, ist und damals mit Patrick Swayze besetzt war. Und vielleicht einmal ganz kurz zur Story. Es geht um ähm, ein, also im Original, ich, im, im neuen Film ist er kein Türsteher, sondern er wird dann erst zum Türsteher. Es geht im Original Roadhouse Film mit Patrick Swayze um ein, Professionellen Türsteher, der engagiert wird in einem ja in einem in einer in einem Nachtclub äh, auf dem Land äh, spielt das äh, für Ordnung zu sorgen weil dort viele Schlägereien sind viele äh, viele Leute sich nicht gut benehmen und äh, der Besitzer dieses Nachtclubs das Problem hat dass immer weniger Leute kommen weil sie keinen Bock auf Ärger haben und er heuert dann Patrick Swayze an um Ordnung in diesen Laden zu, zu bringen und das schafft dann Patrick Swayze auch als Dalton so heißt die die Figur und ähm, ruft dann aber äh, den heimlichen Herrscher dieser Kleinstadt auf den Plan, der mit seiner Bande auch äh, Schutzgeld erpresst und unter anderem auch von diesem Nachtclub Schutzgeld erpressen will. Und dann entspinnt sich ein Kampf oder ein Duell zwischen äh, diesem Typen und Dalton, dem Türsteher ähm, Roadhouse. Ein Actionkracher, der 1989, als er in die Kinos kam, Anfangs gefloppt ist, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, der ist nicht besonders gut gelaufen, hat sich dann aber über ähm, Video, da ist VHS und Beta, äh, äh, Beta Verleih, ist der zum Kultfilm geworden. Und es war der richtig große Durchbruch für Patrick Spacey damals. Das war noch vor Dirty Dancing. Er nee, nee, war voll... nach Dirty Dancing. Wirklich? Ja, er hat äh, Fackeln im Sturm gemacht, Stimmt. dann Dirty Dancing und dann kam Roadhouse. Und kurz danach, dann äh, ne, hat er Ghost gedreht und dann war er halt endgültig ein Superstar. Genau. Okay, gut. Dann habe ich das durcheinander bekommen. Erzähl dich, aber ich sehe jetzt denken alle so: Warum redet der so viel über den? Es gibt doch den neuen Film so. Ja, aber den alten rotors film kann man bei Amazon Prime sich noch mal angucken. Ich finde es immer noch ein cooler Film. Es ähm, ist wirklich ein Kultmovie movie ne? Und ich habe in der Recherche gelesen, dass der auch äh, wirklich, glaube ich, in fünf Kategorien für die Goldene Himbeere nominiert war. Und ich finde das so ungerecht. Natürlich ist er schlicht, ne? Aber er ist so charmant. Und wusstest du, dass der verboten war eine Zeit lang? Also der ist damals die, der, damals auf, Index, in die, der ne? auf dem Index. der ist in in die Kinos gekommen, damals ab 18. Dann ist er aber indiziert worden, weil es eine Film in diesem, das glaube ich beruht vor allem auf einer Szene in dem Film, wo äh, die Figur von Patrick äh, Swayze einem Gegner den Kehlkopf zerdrückt rausreißt, sozusagen per Hand. Ähm, und das war für die damalige Zeit zu brutal und deshalb ist er auf den Index gelandet. Dann hat man später ein bisschen dran rumgeschnitten, ähm, gearbeitet und er wurde dann äh, ab 16 wieder freigegeben und ähm, ja, ist jetzt bei Amazon zu gucken und bei Amazon startet wie gesagt heute die Neuauflage mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Sein Gegenpart, also der, zumindest auf der, der Schlägerseite, mit dem er sich da viele Prügelan- und Action-Szenen liefert, wird dargestellt von Conor McGregor. Äh, viel, im MMA-Kämpfer. Genau, UFC. Superstar, jahrelang, finde ich auch irre, jahrelang der bestverdienste Sportler auf diesem Planeten, Conor McGregor. Also UFC, für all die, es nicht wissen, das ist diese, sind diese Käfigkämpfe, Mixed Martial Arts nennt sich das auch in Amerika, ein Riesengeschäft mittlerweile, auch in Europa wird es immer größer, unglaublich, was da passiert, was da vorher an Geld gezahlt wird. Und Conor McGregor ist einer der großen Stars, der... Hier ähm, ja, Jake Gyllenhaals Gegner spielt. Und Sie haben die Handlung auch ein bisschen modernisiert. Also, der Dalton ist eben auch ein äh, ehemaliger und etwas abgehalfterter MMA-Kämpfer, also Jake Gyllenhaal. Und er wird eben dann als Türsteher in der Bar Roadhouse engagiert. Und dann kommt ein windiger Investor vorbei, der den Laden übernehmen will, weil er ein Luxus-Resort eröffnen möchte. Klar, ist immer dieselbe ist, Geschichte. Ist, ja, aber es ist halt so ein bisschen ne, mit den Themen Gentrifizierung und Stadtentwicklung und sowas so ein bisschen in unsere moderne Zeit gelegt. Und ähm, dann heuern sie eben den äh, brutalen Schläger Knox, gespielt von Conor McGregor, an um die Leute eben äh, aus der Bar zu vertreiben und äh, den Besitzern da den Garaus zu machen. Aber sie haben nicht mit Jake Gyllenhaal gerechnet, denn der kann die auch richtig gut vermöbeln. Und das ist so was... Ähm, es ist natürlich schon auch äh, brutal, klar, aber ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass es nicht so splattermäßig ist. ne? Und in so vielen Actionfilmen oder sowas werden Leute abgeschlachtet und äh, irgendwie, was weiß ich, mit 100 Kugeln erschossen und so. Und ich freue mich so ein bisschen, dass es so. Äh Oldschool zurückgeht zu irgendwie klassischem Faustkampf. Also auch so ein paar Szenen im Trailer haben mich so an alte Bud Spencer und Terence Hill-Movies erinnert, ne? Wo dann einfach irgendwie so jetzt normal halt zugehauen wird, ne? Aber nicht alles so in so einem so einer brutalen Organorgie da irgendwie endet, ne? Und nur noch äh, Blut da irgendwie drumrum ist. Und die Sprüche sind äh, lustig. Also ich glaube, dass. Ähm, der sehr viel Spaß bereiten wird. Ja, ich glaube auch für, für Action-Fans führt an dem Film kein Weg vorbei. Du hast es gerade gesagt, weil die, die Kampfsequenzen auch wirklich gut gut gemacht sind. Und Da haben sie äh, super Leute auch im Hintergrund gehabt, die das Ganze mit choreografiert haben und die genau darauf geachtet haben, wie das da auch eine gewisse Realität noch da ist und dass es nicht alles irgendwie äh, völlig over the moon ist und ähm, äh, ja nicht mehr glaubwürdig. Ähm, und das allein wenn man den Trailer sich schon anguckt äh, da, da passiert einiges und ich glaube auch also Jake Gyllenhaal macht das richtig richtig gut also Jake Gyllenhaal hat auch noch keinen schlechten Film gemacht das weiß ich jetzt nicht ob ich das Ja ah, wenn du werde. aber drüber nachdenken musst ne dann ist es schon ein gutes Zeichen und er ist eine sensationelle Nachbesetzung auf Patrick Swayze also ich finde beide haben ja irgendwie dieses äh, wirklich ganz entzückende warmherzige Liebevolle, mit aber auch gleichzeitig diesem roughen, zu packenden. Ich fand, dass Patrick Swayze nie etwas Roughes hatte. Und nein. Äh, nein. Und das Lustige, <laughs> Sie haben ihm ja auch in dem Original Roadhouse-Film ist er vom Beruf Türsteher, aber eigentlich ist er um, studierter Doktor der Philosophie. Ja! Yeah. <laughs> Also, diese Rolle das ist so ein toller das, Twist. So ein toller Twist. Das, ne, klar. Als studierter Doktor der Philosophie wirst du dann Türsteher in einem Schuppen im Nirgendwo. Warum nicht? Ja. Und dann fragen sie doch auch in dem Film immer, warum macht er das? Und die Antwort ist, und es wird zum Running Gag, weil er der beste Türsteher der Welt ist. <laughs> ja. ja, das ist irgendwie der, die Tür, der, aber das ist das, glaube ich, ein bisschen das und das bedient auch der neue Film, das ewige Phänomen oder Mysterium Türsteher. Das hat ja Türsteher haben ja durchaus eine, finde ich, so eine gewisse Faszination für Leute. Vielleicht auch, weil viele von uns ähm, an ihnen gescheitert sind auch schon. Also, äh, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Anja. Du bist wahrscheinlich überall immer gerne reingekommen irgendwie, aber ich kann mich an einige demütigende Abende erinnern, wo man bester Dinge in einen Club wollte und, ähm, dann an der Tür gescheitert ist, weil man nicht, ähm, warum auch immer, nicht reinpasste. Das wäre dir mit Jake Hall wahrscheinlich nicht passiert. Und mit dem. Patrick Swayze auch nicht. Mit Steven Gethin kann dir das passieren. <laughs> Steven Gethin, ich weiß nicht, ob wir es mal erzählt haben, in dieser. Stephen Gethin ist mal beim Bergheim abgelehnt worden, nachdem er zwei Stunden vor der Tür stand. Oh. Im Regen. Mit einer Begründung oder ohne? Nee, die haben gesagt, das ist ja beim Bergheim, glaube ich, einfach zu sagen, nö, oder weitergehen, so oder Kopfschütteln. schütteln. Ja, aber das sind ja auch, du diskutierst dann ja auch nicht mit denen. Das bringt, das ist ja dann noch schlimmer, wenn du anfängst yeah. zu diskutieren. Warum denn nicht? Ich, 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 Passt doch hier rein. Aber manchmal sagen sie ja falsche Schuhe, falsche Kleidung ja. und begründen das zumindest so ein bisschen. Ich habe aber die Male, wo ich abgelehnt wurde, ich habe auch irgendwie gefühlt nie eine Begründung. Es war immer, nö, du nicht. Und nach zwei Stunden in der Schlange ist es natürlich ärgerlich. So lange habe ich nie angestanden. Das macht nur Steven. Ja. <laughs> da hat er Zeit für. <laughs> Liebe Grüße nach München. <laughs> ähm, so, also, Roadhouse. Für unbedingt die, angucken. Un, unbedingt angucken. Ich würde eine Sache gern mit dieser Folge abarbeiten, weil wir bei Jake Gyllenhaal waren. Ich möchte mit dir über eine Geschichte sprechen, und zwar ähm, über Rebecca Ferguson, die ja auch in Dune 2 ähm, mitspielt, und ähm, die hat etwas gemacht, und da bin ich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde oder ob das so richtig ist, was sie gemacht hat. Sie hat ein Interview gegeben, in dem sie äh, erzählt hat, dass sie äh, vor ein paar Jahren am Set eines Films wahnsinnig schlecht von einem A-Lister, so nennt sie das, also einem Superstar, dann reden wir über jemanden, Preisklasse Brad Pitt, Will Smith, irgendwie so diese, diese Ebene, von einem A-Lister wahnsinnig schlecht behandelt worden ist, also... Ähm, er war der, er oder sie, wir wissen nicht, ob es eine Frau war, war der Star. Sie war eine Nebendarstellerin und sie sollten da zusammen drehen. Und dann hat dieser A-Lister und Anne wohl zu ihr gesagt: Du nennst dich Schauspielerin und das ist das, mit dem ich arbeiten muss, das geht gar nicht. Und hat sie da angeraunzt und so bloßgestellt vor dem Team, dass sie. Wein dann vom Set gegangen ist und auch niemand sie unterstützt hat in dem Moment. Sie ist dann am nächsten Tag wieder ans Set gekommen und hat dann dieser Person die Meinung gesagt, indem sie O-Ton von ihr verpisst dich von meinem Set. Ich werde diesen Film zu Ende machen mit dir, aber danach werde ich nie wieder mit dir drehen woraufhin dann die Produzenten wiederum auf Rebecca Ferguson zugegangen sind und gesagt haben, so, hey, so kannst du, das kannst du nicht machen, das ist der Star, den muss man auch dementsprechend äh, behandeln, hat jetzt in Hollywood eine große, auch im Internet eine große Diskussion ausgelöst, äh, über Zustände, Ansätze, wie dort mit Leuten umgegangen wird, aber vor allem auch über, die, über den Punkt: Wer war denn das jetzt? Was Rebecca Ferguson relativ zügig aufgeklärt, wer es nicht war, war Tom Cruise, mit dem hat sie übrigens mehrere Filme gedreht. Genau, das ist ja schon das Ausschlusskriterium. Das ne? Ausschlusskriterium. Sie ja gesagt, nie wieder mit dieser Person genau. arbeiten. Ne? Genau. Hugh Jackman ist es auch nicht, mit dem hat sie The Greatest Showman gemacht. Der fällt raus. Timothy Chalamet. Anja, du kannst durchatmen, wird es auch nicht sein, weil Dune 2 und Dune 1 ähm, zu nah dran ist wohl. Aber unter anderem einer der Namen, die dort äh, zur Diskussion stehen, ich muss meine Liste noch mal rausholen hier wäre dann noch alles dabei, ist, ist aber Jake Gyllenhaal. Das kann er nicht gewesen sein. Naja, das ist. Ich frage mich, ob irgendjemand sich schon hingesetzt hat und wirklich mal das äh, versucht hat, zeitlich einzuordnen. Denn das wird ja eben auch im Netz äh, wahnsinnig heiß diskutiert, ne? wer da in Frage kommt und das irgendwie sein könnte, wen sie genau damit meint. Und da müsste man ja eigentlich mal so eine Liste machen und gucken, mit wem hat sie öfter als einmal zusammengearbeitet und wer fliegt oder, da raus. Oder da wer fliegt raus? da raus? Aber ich habe diese Liste, ich habe mich ja vorbereitet. Ich, diese Liste, ich wusste, dass du mit dieser Frage kommen würdest. Deshalb habe ich diese Liste vorbereitet. Also, sie hat, wer da wirklich jetzt noch zur Diskussion steht, ist Ewan McGregor. Mit dem hat sie Dr. Sleep zusammen gemacht. Michael Fassbender. hat sie der Schneemann gedreht. Wie gesagt, Jake Gyllenhaal. Chris Hemsworth. Man in Black war das. Hugh Grant. Könnte es auch sein. Dann Dwayne The Rock Johnson. Der hat wiederum aber gleich lustigerweise gleich ein Statement abgegeben, in dem er sich auf ihre Seite geschlagen hat und gesagt hat: Toll, dass sie das macht und sie ist sein Engel und er findet sie toll und so weiter. Vielleicht auch ein Ablenkungsmanöver. Ja, vielleicht. vielleicht ist es aber auch, Andy Gätchen. Man ahnt es nicht. <laughs> Liegt in der Familie. Stevens Bruder, wissen, glaube ich, Großteil der Leute wissen, dass Stevens Bruder ein sehr, sehr toller Schauspieler ist, Drehbuchautor, hat auch Kinderbücher geschrieben und so weiter. Und, und Andy hat, das war mir gar nicht so bewusst, Andy hat 2013 mit Rebecca Ferguson zusammen gedreht, nämlich ähm, der Kommissar und das Meer, diese tolle ähm, Krimiserie aus, aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Ähm, ja, aber ich glaube, Andy können wir schlagstreichen von der Liste. Die anderen, die ich eben genannt habe, stehen jetzt alle in dem Verdacht. Und das ist der Punkt, der mich so ein bisschen an der ganzen Kiste nervt. Natürlich muss Rebecca Ferguson sich das nicht gefallen lassen, dass ähm, dass sie so behandelt wird am Set. Aber sie macht jetzt diese Geschichte öffentlich, ohne den Namen zu nennen. Und alle diese Leute stehen jetzt im Verdacht. Und das finde ich schwierig. Also äh, wenn du, weil also jetzt ich die Frage ist ja, was wäre die Alternative gewesen? So entweder hätte sie die Geschichte erzählt und den Namen genannt, dann wäre die Person direkt am Pranger gelandet. Also dann ne, hätte, dann hätten sich vielleicht auch mehr Leute darüber aufgeregt, dass sie diese Person jetzt diskreditiert und jetzt Jahre später kommt und irgendwie sich darüber beschwert, wie sie da eins von dieser Person äh, behandelt wurde. Und sonst hätte sie diese Geschichte einfach nicht erzählen können und dann quasi auch mit dann hätte sie mitgemacht, irgendwie bei diesem, ne, weil du ja auch äh, schon eingangs sagtest, es hat so eine Diskussion über die Zustände in Hollywood ausgelöst und wie gehen irgendwie ähm, Stars miteinander um, wie werden Menschen überhaupt an Filmsets äh, behandelt und so. Und wenn sie das jetzt, äh, gar, wenn sie ihre Geschichte da jetzt gar nicht erzählt hätte, dann hätte sie quasi bei dieser schweigenden Masse dann auch mitgemacht. Deswegen finde ich, dass es das eigentlich eine relativ galante Art ist, dieses Thema anzusprechen und aus einer persönlichen Betroffenheit heraus, äh, ne, auch darauf aufmerksam zu machen, ohne aber mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Und ich habe natürlich schon direkt meine Theorien, ne? also ja. entweder war es Hugh Grant oder Dwayne the Rock Johnson, weil er so schnell Angriff ist die beste Verteidigung gewählt hat. Ja, ich glaube, der hätte sie vielleicht aber darauf reagiert auch. Dwayne the Rock Johnson ist einfach so ein pr Profi, dass der, glaube ich, mit seinem Team sofort, da kommt dieses Ding, oh, wir müssen das gleich irgendwie klarstellen, dass wir das nicht sind. Ich persönlich glaube, dass es Hugh Grant war. Also, ohne ihm dazu nahe zu schlagen, wir haben auch, Steve und ich haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie Hugh Grant sein kann, auch im Pressetermin. Und ähm, wenn der keinen Bock hat irgendwie und, und ihm eine Laus über die Leber gelaufen ist, dann lässt er das auch gnadenlos raushängen. Ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass er nicht so jemand ist, der sich sonderlich gut im Griff hat und äh, der wahnsinnig gerne Rücksicht auf andere nimmt. Und um nochmal hier auf Jake Chillenhall äh, zu sprechen zu kommen, den würdest du auch, auch ausschließen. Du hast ihn doch sogar mal persönlich getroffen, oder? Ich habe den mal getroffen, ja, äh, damals. Oh, wie hieß denn der Film noch? Egal, aber ähm, das war ein sehr, sehr netter, zuvorkommender, äh, zuvorkommender Mann. Und. Ähm, Du merkst ja, finde ich, bei, bei, Hollywood Stars auch, oder man entwickelt so ein Gefühl mit der Zeit dafür, wie Leute im Interview sind, ob die sich lange halten oder, ähm, oder, oder nicht. Und das mache ich immer dran fest, wie, wie, nett die zu allen so sind irgendwie. Und, und Jake hall gehört auch zu den Leuten, der kommt rein in den Raum, der begrüßt alle nett, der ist, der ist um sich, der bietet den Leuten was zu trinken mal an. Es ist, er hat nicht diese Star, und irgendwie so, oh, ich bin hier der Super Mega-Star und jetzt muss hier alles äh, um mich drum herum laufen. Sondern der ist sehr down-to-earth, was ich äh, sehr sympathisch fand. Und der war auch im, im, im Interview sehr eloquent, lustig, nett. Also ähm, deshalb, ich glaube auch nicht, dass er es war. Spricht alles dafür, dass er von der Liste gestrichen wird. Ich streiche ihn von der Liste. Wie Andy Gätchen auch. Unbedingt. Neu im Kino. Da sind nämlich ein paar Sachen, ein paar spannende Sachen, die jetzt starten diese Woche oder heute, um genau zu sein, starten. Ähm, ich fange mal an, ja, ähm, wenn du wenn du mich lässt. Dream Scenario startet, ähm, toller Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ich liebe erstmal Nicolas Cage-Filme im Allgemeinen. Der, ich weiß, der dreht auch viel Schwachsinn und viel Blätterzeug und alle komischen Sachen. Er gibt das ja auch zu, weil er einfach sagt, ich brauche zwischendurch die Kohle. Und er hat ja auch einen sehr verrückten Lebensstil, wo, wo, äh, wo man viel Geld braucht. Ähm, aber das Tolle an Nicolas Cage, neben den vielen schlimmen Sachen, die er dreht, dass er zwischendrin auch immer wieder Perlen hat und wirklich, wirklich tolle Sachen hat und immer wieder auch aufblitzt was für ein toller Schauspieler das ist. Also man weiß das ja spätestens seit Wild at Heart, wo er auch Oscar für gewonnen hat, wie toll der ist. Und Dream Scenario geht so ein bisschen, ist jetzt nicht Wild at Heart-Klasse, aber der tolle Nicolas Cage blitzt da auf, weil er sich sehr zurücknimmt und nicht so, nicht so over the top spielt, was ich ganz wichtig bei ihm finde. Wenn der so ein bisschen... Ja, normaler spielt irgendwie, dann wird er richtig stark. Und ähm, das tut aber Dream Scenario. Vielleicht einmal ganz schnell äh, die Story: Es geht um einen Familienvater und Uniprofessor, ein sehr ruhiger, zurückhaltender, nichtssagender Typ. So, ähm, und der auch von vielen nicht so ernst genommen wird. Aber äh, dann äh, passiert etwas Merkwürdiges, nämlich immer mehr Menschen fangen an, von ihm zu träumen. Also anfangs Taucht er nur in den Träumen der Menschen auf. Es steht im Hintergrund, läuft durchs Bild, wie auch immer. Aber das äh, steigert sich immer mehr. Es werden immer mehr Menschen und die Leute erkennen ihn dann auch wieder. Und er, und dann wird er auf einmal zu, ja, zu einer Berühmtheit. Er wird, er geht viral als, als Person, ähm, weil die Leute sich darüber wundern, warum taucht dieser Mensch in den vielen Träumen von Millionen Menschen auf. Ähm, und er wird immer berühmter und er genießt das auch. Aber dann Gibt es den nächsten Twist in dem Film, nämlich, dass diese Träume immer mehr Albtraum, Albträume werden und er in den Träumen auch immer gewalttätiger wird? Und er taucht in seinen eigenen Träumen auf einmal auch auf, wo er gewalttätig ist. Mehr will ich jetzt gar nicht erzählen, wohin diese Geschichte geht irgendwie. Aber ich finde, ich finde die, die Grundidee total total spannend, faszinierend. Ich fand, finde den Ansatz total äh, faszinierend. Was. Heute in unserer heutigen Welt äh, passieren kann, wenn ein, ein, ein Niemand, nenne ich es mal, über Nacht oder über mich, also so berühmt wird dann und, und ein zu so einem Internetphänomen wird und wie das das Leben von diesen Menschen verändert. Ähm, das finde ich total spannend. Und du für die Wahrnehmung von deiner Person ja auch vielleicht gar nichts kannst, ne? Es geht ja nicht darum, was er in der Realität macht, sondern es geht ja darum, was in den Träumen passt. So ist es. Und ja, und was in den Träumen und wie Leute denn auch darauf reagieren und wie Leute auch mit einem umgehen, wo man eigentlich sozusagen ohne ohne eigenes Verschulden wird man jetzt berühmt und äh, äh, wird durch die Medien dann getrieben, äh, was das mit einem macht. Und äh, finde ich einen äh, wahnsinnig spannenden Angang. Und Nicolas Cage ist sehr, sehr großartig in dieser Rolle. Dementsprechend meint Kinotipp dieser Woche. Wer aber gern noch etwas leichtere und lustige Kost. Konsumieren möchte, dem sei doch Ghostbusters Frozen Empire empfohlen. Denn es geht weiter und die Spengler-Familie kehrt in die berühmte und wirklich legendäre Feuerwache in New York zurück. Da muss sie sich mit den Original-Ghostbustern verbünden, um die Welt vor einer Eiszeit zu retten. Ich handle die Handlung hier mal so ganz knapp ab. Es spielen mit Paul Rudd. Ant-Man, ja cool. Finn Wolfhard aus Stranger Things und natürlich Bill Murray und Dan Aykroyd und das ist sowas schon ein Garant, um einschalten zu müssen, finde ich, unbedingt anschauen. Als ich als ich das erste Mal gehört habe, dass sie einen weiteren Ghostbusters-Film drehen wollen, habe ich gedacht, oh Gott, come on, nicht noch weiter, dann können wir auch Police Academy 21 <laughs> drehen, ja. Ähm, aber der Dreh, jetzt Bill Murray, Dan Aykroyd wieder mit dabei zu haben, also die zwei der Original-Ghostbusters und ähm, ich glaube, da ist noch einer dabei, aber der, der im Original-Cast auch mit dabei war. Egal. Finde ich, find ich super und ähm, dementsprechend werde ich mir den Film auch, auch definitiv angucken. Ich bin auch ein großer Bill Murray-Fan. Apropos Fan. Komme ich nochmal zu einem weiteren Film, der auch diese Woche startet, The Kill Room. Ich bin nämlich auch ein großer Samuel L. Jackson-Fan. Ich glaube, wie wir alle, du auch, Anja. Ja. Yeah. Vor allen Dingen äh, liebe ich Samuel L. Jackson Filme, wenn er in der Rolle des Killers auftaucht. Ja. Also äh, wir alle kennen Pipe Fiction. Wir alle lieben Pipe Fiction. Und vor allen Dingen äh, er in, da in, in dieser Rolle auch. Ähm, The Kill Room ist jetzt äh, spielt auch ein Auftragsmörder, aber ist eine Komödie. Die Story ist es geht um eine Galeristin gespielt von Juma Thurman. Da haben wir die Verbindung auch zu Pipe Fiction. Hat sie auch mitgespielt mit Samuel Jackson zusammen. Also sie spielt eine Galeristin, die Geldprobleme hat. Und da passt es ganz gut, dass es zwei Auftragsmörder, gespie äh, zwei Auftragsmörder gibt, gespielt von Samuel Jackson und von Joe Maganiello die ähm, beide das problem haben dass sie ihre einnahmen die sie von der mafia kassieren irgendwie waschen müssen und dann über diese galerie versuchen ihr geld zu waschen und dann braucht die galeristin aber ein ja kunstwerke die sie auch ausstellen kann und ähm, der eine reggie gespielt von joe marganello ähm, fängt dann an bilder zu malen und wieder erwarten Verkaufen die sich extrem gut und es geht ein Hype los um die Kunst von ihm, die er dort macht, was dann wiederum den Mafia-Bossen nicht gefällt. Und ich glaube, man kann sich jetzt ungefähr denken, wohin diese Richt äh, der der Film geht äh, Richtungsweise. Eine nette nette Komödie ähm, mit mit tollen Darstellern. Wie gesagt, Samuel Jackson ist bei mir immer gesetzt, aber ich finde es auch spannend zu so sehen, dass Uma Thurman das erste Mal zusammen mit ihrer Tochter Maya Hawke vor der Kamera steht, die wir ja auch aus Stranger Things kennen. Absolut. Und das finde ich sind so irgendwie so zwei schöne Duos, die da hoffentlich auch ein super gutes Trio oder mit dem äh, Killer Ghost Künstler <lacht> <lacht> Quartett dann sogar werden. Also da bin ich auch auf jeden Fall gespannt und ich glaube, das bietet sehr viele amüsante Momente. Ja. Also, das ist das, was man diese Woche im Kino äh, mal sich angucken sollte. Ja, Anja, es war mir eine Freude mit dir, dass heute äh, nur dass wir beides heute hier gemacht haben. Ich habe Steven auch wirklich nur am Anfang ganz kurz vermisst. <laughs> Aber wir hoffen natürlich, dass er trotzdem beim nächsten Mal wieder dabei ist und uns Joko und Klaas nicht schon wieder in die Quere kommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, müssen wir dann nochmal ein ernstes Wort mit ihm sprechen, auch über The 50. Ach, da gibt es so, ja so einiges. Mal sehen, was er berichten wird äh, von, von Joko und Klaas. Und Deshalb hört auch nächste Woche wieder rein. Bis dann, bleibt auch gesund und passt auf euch. Wiederhören. Auf. Tschüss.